Das literarische Viertel eröffnet seine Pforten. Herzlich willkommen heute zu einer besonders blutrünstigen Ausgabe, denn wir besprechen zum ersten Mal einen Krimi von Agatha Christie, Death on the Nile, Tod auf dem Nil, einer ihrer Klassiker und gerade auch besonders interessant, denn das Buch wurde verfilmt. Man kann es beispielsweise auf Disney Plus im Streaming sehen. Ich war auch im Kino drin und ich bin sehr gespannt, über dieses Werk zu reden. War nämlich ungewöhnlich für mich, dass ich erstmal den Film gesehen habe und dann das Buch gelesen habe, wie diese Erfahrung so war. Darüber tausche ich mich jetzt aus mit dem literarischen Viertel. Als erstes begrüße ich in der Runde Valandi Zanti. Bonjour. Bonjour, Messieurs, Dames. Ich freue mich, hier zu sein und begrüße alle Zuhörer und Zuseher und Mitfühler des literarischen Viertels heute bei Mord und Totschlag. Also für mich hört sich das ja immer mehr italienisch an als französisch, aber es freut mich, dass du Franzose im Herzen bist. Dann isst du halt eine Pizza mit Salami oder was ihr Kinder alle wollt. Auf jeden Fall ist Valandi völlig schon im Spirit bei Inspektor Poirot und kann sich auch in diesen leicht französischen Hauch, den wir hier hin und wieder mal finden, sicherlich gut hineinversetzen. Was ich im Übrigen sagen möchte, mix nicht Hibiskus-Tee mit CBD-Tee. Schmeckt nicht. Mhm. Selbst in so einer wunderschönen Tasse nicht. Ja. Wunderschöne Getränkemischung. Wir kommen zu Joyce, die hoffentlich auch ihre Drinks bereit gemixt hat. Und bonjour. Auch, bonjour. Ich will jetzt ja auch mitmachen. Bonjour. Ja. Aber. Wataji. Très bien. Sehr gut. Für Joyce ist heute unsere Blumenwiese. Ist ja, ich bin immer so bunt angezogen. Ja. Der Frühling und in Richtung Sommer wird's blutrünstig. Ich habe schon in der letzten Ausgabe angesprochen. Eigentlich hätten wir eine Community-Ausgabe diese Woche, haben wir aber nicht. Wir haben eine Buchbesprechung. Und Nummer 4 im literarischen Viertel in dieser Woche ist ein Gast, auf den ich mich schon lange Zeit gefreut habe. Hier ist der gute Harald von Literatur und Whisky. Grüße dich. Seid gegrüßt. Freue mich, dass ich dabei sein darf. Er macht keine Werbung, sagt ausschließlich seine Meinung und sein Zeug. Das kauft er sich immer selbst. Und wie wir sehen, hat er auch ein wunderschönes Bild von Agatha Christie dort stehen. Ich habe mir gedacht, ich bringe sie da mal mit. Und vor allen Dingen ist das mal ein Bild einer jüngeren Agatha Christie. Weil meist sieht man ja diese alte, dicke Oma mit Hornbrille. Und so denkt man immer an Agatha Christie, aber sie war ja schon sehr jung, sehr erfolgreich. Mit 30 startet sie so durch. Mit Mitte 30 hat sie einen Riesendurchbruch mit Alibi. Und von daher, unseren Roman heute hat sie mit Mitte 40 geschrieben. Also wir haben eigentlich eine junge Autorin oder eine zumindest relativ junge Autorin und nicht diese alte, dicke Oma, die man so immer Das gefällt mir so sehr. Da sind so Sachen, bei denen andere sagen würden, ist das politisch korrekt, das so zu sagen? Nein, auf den Punkt. So gehört sich das. Naja, aber es ist ja schon ein wichtiger Punkt, die Inszenierung der Autorin. Ich hatte immer so den Verdacht, dass Agatha Christie in Deutschland so als die etwas pummelige Oma vermarktet wurde, weil ihre Miss Marple-Reihe so gut gelaufen ist hier. Würde ich jetzt mal so tippen. Also, dass sie Pionierin auf jeden Fall auf ihrem Gebiet ist, das wird auch heute wahrscheinlich sehr häufig Thema sein. Und ja, ich finde im Übrigen das Bild geil, Harald, muss ich sagen. Woher hast du das und wo hast du es drin? Ich dachte zuerst, du hast irgendwie so ein riesen iPad einfach hingelegt und das aufgeladen. Nein, das ist einfach, das ist aus dem Internet einfach ausgedruckt und in meinen billigen Wechselrahmen, wo ich manchmal so einen Autor dann irgendwie ausstelle. Also von daher, das war gar keine, ich glaube, sie ist 10 Jahre knapp 10 Jahre jünger als 1937, als sie den Tod auf dem Nil rausgebracht hat. Also von daher stimmt nicht ganz. Aber ich wollte so einen Kontrapunkt setzen zu der alten. Außerdem haben wir ja einige sehr junge Protagonisten, Antagonisten im Werke drin. Da passt das mit Sicherheit auch ganz gut zum Setting dazu. Vorher muss ich noch mal ganz kurz sagen, also der Kanal Literatur und Whisky von Harald, ein Kanal, den ich sehr zu schätzen weiß, weil es sehr ausgiebige Literaturbesprechungen gibt. Und es war tatsächlich der erste andere Buchkanal, den ich gefunden habe im Booktube-Bereich. Ich weiß gar nicht, siehst du dich als Booktuber? Nein.
Eigentlich eher nicht, sondern ich sage dazu einfach Literaturkanal. Das ist immer die Frage, wie definiert man BookTube? Wenn man sagt, jeder, der irgendwie was mit Literatur macht auf YouTube, ist ein BookTuber, dann ja, dann bin ich ein BookTuber. Allerdings oft hat man ja so bei diesen typischen BookTube-Kanälen, die haben eben auch ganz bestimmte Formate wie Lesemonate, was wurde neu gekauft, was wird ausgemistet, wie sieht mein Regal aus und solche Geschichten. Die biete ich alle gar nicht an, sondern ich mache einfach was über Literatur. Und von daher, glaube ich, ist das jedenfalls kein typischer BookTube-Kanal. Das glaube ich nicht, sondern ich schwimme da eher so ein bisschen unter der Oberfläche. Ja, wir versuchen ja irgendwas in der Mitte zu bieten. Ja. Ich hätte mir natürlich auch einen Whisky heute geholt. Ich trinke stattdessen Elektrolyte, weil mein Körper nicht in Bestverfassung ist. Aber jetzt geht's. Es ist wichtig zu trinken. Normalerweise trinke ich auch nicht so viel während der Sendung. Deshalb dachte ich, heute passe ich das mal an. So, jetzt geht's in Richtung Nil. Ja, das ist das Buch von 1937, Tod auf dem Nil, wenn ich richtig geschaut habe. Einer von sehr, sehr vielen Agatha Christie-Krimis und eine Hercule Poirot. Wie wird er ausgesprochen? Poirot, genau. Poirot? Ja. Nee, ist ein Belgier, Poirot. Genau. Ja, deshalb dachte ich Poirot. Ich finde das total schwer, überhaupt herauszuhören. Aber Jetzt mal ja. Im Ernst, auch die Frage an diejenigen, die zusehen. Kennt ihr das, dass ihr Namen dann irgendwann so lest, wenn ihr eine Figur im Roman lest und die hat sich dann bei euch so eingeschlichen? Bei mir war das nicht nur bei Poirot hier, dann habe ich mit Ingo geredet, wie wird er überhaupt ausgesprochen? Da haben wir im Film natürlich gehört. Es war auch ist bei mir auch bei James Patterson, der Gegenspieler am Anfang hieß für mich immer Sonay oder sowas. Ich habe es auch dann immer so für mich irgendwann drin gehabt. Dann kam der Film und der hieß Sonjay oder so. Ich so, wer ist denn? Ach der, ich habe ihn immer falsch ausgesprochen. Aber in meinem Kopf existiert der jetzt so. Ja. Ich habe das Problem sogar bei unserem Roman. Denn eigentlich würde ich kommen wir gleich drauf zu sprechen, eine ganz wichtige Person heißt eben Lynette. Und so schreibt sie es auch, aber in den Verfilmungen wird sie immer Lynette genannt. Und bei mir war sie Linné. Linné. Ja. es werden ja auch zahlreiche Namen französisch ausgesprochen. Ja, also, ja aber, die ist eben Amerikanerin oder halbe Amerikanerin und heißt eigentlich Lynette Ridgway. Also von daher ist eigentlich, verstehe ich nicht, dass in den ganzen Filmen oder vielleicht auch nur Synchronisationen dann immer Lynette gesagt. So, jetzt sind wir im Prinzip schon mittendrin. Harald, fass uns doch mal kurz zusammen bei der Lynette. Worum geht's genau? Wieso geht es zum Nil für den Ermittler Poirot? Und was passiert bei Tod auf dem Nil so ungefähr? Ja, also eigentlich ist das erstmal die Geschichte einer Nil-Kreuzfahrt, die man übrigens heute genau in der Weise auch buchen kann, auf so einem historischen Dampfer, das ist nebenbei. Und auf diesem das ist also ein Dampfer, Karnak heißt der, und das ist ein Touristendampfer. Und da werden ein paar Ausflugsziele besucht und da ist dann eine ganz illustre Gesellschaft, ungefähr ein Dutzend Personen sind da also drauf, die in der Regel der gehobenen Mittelschicht irgendwie angehören. Also dieser Gentry, da spielen eigentlich immer alle Figuren in den Agatha Christie-Romanen eigentlich eine Rolle. Und eben natürlich der Detektiv, der pensionierte belgische ehemalige Polizist Hercule Poirot, der da einfach nur Urlaub macht. Also das ist von daher eine zufällige Zusammenkunft, wenn man so möchte. Und bei diesen verschiedenen Figuren gibt's eben eine Figur, die sticht eigentlich heraus. Das ist eben diese eben angesprochene Lynette Doyle, geborene Ridgway, geboren deswegen, weil sie sich gerade frisch verheiratet hat mit Simon Doyle. Und sie heißt ja dann sogar Mrs. Simon Doyle. Es wird dann sogar der Simon Vorname Doyle angenommen. Ja, fand ich beachtlich. Ja, und das Interessante ist eben, sie hat eigentlich drei Elemente oder drei Charaktereigenschaften, wenn man so möchte. Sie ist unglaublich schön, sie ist unglaublich reich und sie ist wahnsinnig selbstbewusst. Und sie ist auch noch jung. Sie ist noch nicht mal 21, also noch nicht mal volljährig nach damaliger Zeit. Und sie hat eben diesen Simon ihrer Freundin Jacqueline oder Jacqueline, wie auch immer man die wieder aussprechen möchte, ausgespannt.
Und die ist eben auch nun, oder dieses neue, frisch gebackene Ehepaar ist eben jetzt auch auf dieser Kreuzfahrt. Und wer ist auch dabei? Die Verflossene, die Abgestoßene, die Ex, Jacqueline de Belfort ist eben auch dabei. Und eben noch ganz interessante andere Figuren, die eben auch, ja, teilweise auch sehr witzige Figuren. Da ist dann beispielsweise eine alternde Schriftstellerin durchaus als Persiflage auch gezeichnet, die eben erotische Literatur, wahrscheinlich eher so Trash-Literatur, dann irgendwie ja, davon lebt, und dann einen alten Arzt aus Österreich und so weiter und so fort. Ganz viele verschiedene Leute. Ja, und dann passiert ein Mord. Und sehr spät, also eben nicht eigentlich, wie man so bei Agatha Christie Modellen das kennt, relativ am Anfang, sondern relativ spät. Also man muss irgendwie 130, 140 Seiten schon geschafft haben, um dann eben diesen Mord erleben zu können. Und dann wird eben Colonel Race, das ist eben auch noch, das ist ein Kolonialbeamter, der wird praktisch beauftragt, bis man eben wieder so richtig an Land kommt, an den Zielhafen kommt, dann eben den Mörder herauszufinden. Und da besinnt er sich natürlich auf seinen guten alten Freund und Bekannten Hercule Poirot, denn eigentlich ist Race so eine typische Watson-Figur. Der Poirot ist natürlich derjenige, der ermittelt. Ja, und dann geht es los und man ermittelt eben, und dann gibt es viele Frage-Antwort-Spiele, zwischendurch Beratungen, dann wieder Verhöre, bis eben dann der Mörder, die Mörderin, wer auch immer, dann herausgefunden wird. Genau. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, ist Tod auf dem Nil ein lesenswertes Buch? Sollte man es gelesen haben? Ist es vielleicht sogar ein Klassiker, können wir es so bezeichnen? Eine Viertelstunde, das literarische Viertel eröffnet jetzt. Ich würde gleich mal starten, weil ich weiß nicht, Valandi, hast du schon mal Agatha Christie gelesen? Alibi hatte ich tatsächlich vorher gelesen. Okay. Ja, das war mein erster, deswegen habe ich vielleicht auch gar nicht diesen Vergleich zu anderen Büchern, und das wollte ich auch sagen, dass mir ist es schwer gefallen, am Anfang mit den Personen warm zu werden oder mit der Geschichte. Ich fand den Einstieg so ein bisschen holprig, weil eben der Mord, also die Spannung erst in der Mitte des Buches anfängt. Und ich fand, am Anfang wird halt sehr, sehr viel erzählt über ganz verschiedene Personen, und für mich sind das gefühlt ein bisschen, ein Ticken zu viele Figuren. Ne? Und dann passieren aber die Ermittlungen. Da steigt die Spannung enorm. Finde ich total spannend. Also man hat wirklich Schwierigkeiten, das Buch aus der Hand zu lesen. Und dann so 4, 5 Kapitel vor Ende sind es dann aber wieder total viele Wendungen. Und dadurch, dass es so viele Personen sind, kann man dann schnell irritiert werden. Und dieser Hercule Poirot, der schafft es nicht immer, den Leser mitzunehmen in seinen Ermittlungen. Also ich habe mich so ein bisschen auch zum Teil alleine gefühlt. Und dann die letzten 2 Kapitel, da nimmt er einen wieder mit in seine ganzen Überlegungen. Und dann ist es total spannend. Also diese letzten 2 Kapitel waren richtig der Hammer. Aber so zwischendurch habe ich echt gedacht so, oh nee, irgendwie, das waren, also Wendungen, so viele Wendungen zu haben in einem Krimi, sind natürlich total wichtig und auch schön, aber nicht bei so vielen Menschen. Und dann waren auch ein paar Geschichten dabei, wo ich mir echt dachte, so Relevanz, also diese ganzen Hochzeitsgeschichten dann am Ende, dachte ich mir, Relevanz, also warum muss man das denn jetzt da noch hinzufügen? Aber an sich ein mega cooles Buch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde es tatsächlich ganz witzig, denn ich glaube, das Zitat ist von Agatha Christie selbst: Wenn auf der 10. Seite kein Mord geschehen ist, dann hat man ein Problem. Allerdings sieht es hier für mich anders aus, weil man hat diese Story zwischen der Lynette und der Jackie. Und das ist so ein Drama, denn die Lynette hat halt aufs Übelste der Jackie den Mann ausgespannt, obwohl die sie wirklich als total nahe Freundin gesehen hat. Und wie die als Racheengel dann mit auf diese Nil-Tour kommt, da liegt es ja in der Luft. Man weiß, es wird was passieren, man weiß, es wird ein Mord passieren, und man rechnet natürlich damit, dass die Jackie ausrastet. Dann, so viel können wir verraten, ist es aber gesetzt, dass die Jackie es gar nicht gewesen sein kann. Sie ist wirklich die Einzige mit einem völlig hieb- und stichfesten Alibi.
Ja, wo du das gerade sagst, mit diesem, dass eigentlich ja gegen die Regeln verstoßen wird, das ist ganz interessant, wenn man sich heute auch Kleinverlage, wenn man dann da Krimis beispielsweise schreibt oder einreicht oder irgendwie solche Geschichten macht, dann gibt es immer eine relativ klare Ansage. Spätestens auf Seite 2 muss die Leiche da sein. Und es muss eigentlich am besten aus einer Personalnahme, vielleicht ich oder wie auch immer, Perspektive erzählt werden. Und nichts davon ist hier. Ja, gar nichts. Ne? Damit einer der erfolgreichsten Krimis, die es überhaupt gibt. Ne? Und damit hast du Plädoyer gemacht, selbst verlegen quasi. Ne? ich bin tatsächlich auch bei Joyce, was du gerade meintest. Ich habe mir darüber echt auch Gedanken gemacht im Nachgang mit den vielen Figuren. Deswegen wollte ich den Film aussehen, weil beim Film hast du dieses Visuelle, das dir quasi noch vorgegeben wird dazu. Natürlich habe ich mir Poirot komplett anders vorgestellt, als er dann im Endeffekt im Film war. Ich muss noch den, also ich möchte noch den Peter Ustinov-Film mir ansehen, wie es da gelöst wird. Na, mir ist dann so gekommen, vielleicht braucht einfach diese Story so viele Figuren wegen des Settings auf dem Schiff. Denn die Geschichte wäre ja automatisch eingeschränkt, wenn du sieben andere Personen hast. Und die sind ja alle verbunden mit der Hauptfigur, mit der Lynette Doyle. Deshalb dachte ich so, okay, das ergibt Sinn, wenn das so ein geschlossener Bereich ist, dann verhältnismäßig viele Personen zu haben, als wenn es auf Land quasi passiert, wo dann einfach die Figuren ausweichen kann und also eine Geschichte. Also, es ist ja ein Reiseroman von Agatha Christie, das heißt, sie hat diese Reise auch gemacht. Und für mich ist es eigentlich auch so ein Generationsporträt, so diese Roaring Twenties, die kommen da ja schon raus. Ich weiß, es ist erst 37 geschrieben worden, aber sie hat als junges Mädchen das sicherlich mitgekriegt. Und es geht ja in so eine Richtung, die man auch aus Great Gatsby kennt oder ähnlichen Romanen. Das heißt, so Oberflächlichkeit und dieses Umherwerfen mit Kohle. Und ich glaube einfach, dass Agatha Christie da sehr viele verschiedene Typen porträtieren wollte, die alle auf diese Nilreise gepasst haben. Ja, und die sind das schon, ist ihr Umfeld, ne? Ja, und das, die sind daher schon kommt sehr sie, genau gezeichnet. Ja. Ja. Ja, ich fand es halt am Ende so ein bisschen verwirrend, weil dann bei diesen Ermittlungen, ne, diese ganz vielen Wendungen kamen und dann wurde der befragt und dann wurde die befragt und dann war der eventuell verdächtigt und dann war die eventuell verdächtigt und dann sind so Namen die ganze Zeit aufgeploppt und ich musste mir dann immer denken, oh Gott, wer war das denn jetzt nochmal? Irgendwie haben wir dann zu gewissen Personen, nicht zu allen, zu gewissen Personen so Momente gefehlt, wo ich dachte, ach genau, ne, so Merkdinger einfach. Genau. Und das war dann am Ende, fand ich es ein bisschen verwirrend. Mir ein bisschen zu viel, aber es ist Geschmackssache. Ging mir auch so, es wurden ja auch ein paar Nebenschauplätze aufgemacht. Da gab es dann eine Perlenkette, die verschwunden ist. Dann gab es halt noch so kleine andere Laster. Es ist jemand an Bord, der kriminell ist und so weiter und so fort. Das war mir tatsächlich auch ein bisschen viel. Hätte man vielleicht ein bisschen ausdünnen können. Vielleicht war es zur damaligen Zeit aber auch ein bisschen leichter, weil es für die Zeit vielleicht gängigere Namen waren, weil es gängigere Charakterprofile waren. Wie war es bei dir, Harald? Waren das für dich sehr viele? Hattest du Übersichtsprobleme? Ja, sagen wir mal so, ich kann das absolut nachvollziehen, was Joyce gesagt hat. Ich würde auch sagen, man muss erstmal überlegen, was kriegt man und was kriegt man nicht. Das ist eigentlich kein Kriminalroman, in dem wirklich ein Verbrechen mit seinen Folgen im Vordergrund steht. Das heißt also, die Konsequenz davon oder auch Psychologie spielt hier überhaupt keine Rolle. Es ist ein Rätselroman. Ja, das ist ein, man sagt, glaube ich, pointierter Rätselroman, weil eben ganz am Ende, da kommt dann eben nochmal so ein Twist, da kommt dann die Auflösung und wir arbeiten uns praktisch mit dem Ermittler entlang der hin zur Lösung. Das heißt also, eigentlich wird ein Spiel zwischen Autorin und Leser getrieben. Da gibt es also ein Rätsel und der Reiz für den Leser oder die Leserin liegt eben darin, dieses Rätsel mit Hercule Poirot gemeinsam zu lösen. Hat aber eigentlich gar keine Chance, weil eben bestimmte Tatsachen werden getarnt, sodass man die eben, dass man letztlich nicht das Rätsel lösen kann. Aber aus dem Überraschungseffekt ist dann eben auch nochmal so ein Lesegenuss. Das ist die Idee und das ist auch letztlich das, was alle ihre Romane kennzeichnet, was auch ihr hohes Erfolgsrezept ist. Und jetzt muss man eben sagen, was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, alles ordnet sich diesem Rätsel unter. Ja? Es gibt also eigentlich keine, wir haben ganz viele Dialoge.
die Handlung wird durch Dialoge vorangetrieben. Ich finde die Dialoge auch teilweise sehr gut, scharf, sehr witzig und man hört auch die verschiedenen Figuren raus. Aber auf die Figuren wird kaum eingegangen. Auch wenn man sagt, ja, spielt doch da irgendwie in Ägypten, Nil und so weiter, ganz spannende Umgebung. Keine Beschreibung, kaum Beschreibung. Der Tempel in 3 Zeilen, ja, das kriegt man in jedem Reiseführer besser. Ja. Also das, was man so als literarisch erwartet, das kriegt man nicht. Ja. Ja, auch keine psychologische Tiefe. Also auch diese vielen Figuren, die werden alle angerissen, aber letztlich auf einem ganz, ganz platten Level. Ja. Und dann könnte man ja überlegen, ja, das ist natürlich nicht gut oder vielleicht keine hohe literarische Qualität. Aber nur so funktioniert es, sich auf dieses Rätsel zu fokussieren. Das heißt, es ist eben durchaus gewollt. Und dann hat man entweder eben einen Riesenspaß daran oder eben man sagt eben, das ist für mich nicht Literatur. So, und jetzt zu deiner Frage. Ich habe den Roman das letzte Mal vor über 40 Jahren gelesen und konnte mich damals dafür begeistern. Ja? Allerdings hatten wir dann auch zu Jugendlichen hatten so diese Agatha Christie-Phase und haben dann eben auch immer uns ausgetauscht und. Mittlerweile und schon seit langer, langer Zeit finde ich sowas wahnsinnig öde, weil mich persönlich interessiert nicht, wer der Mörder ist. Und dann ist das natürlich ein Problem. Ne? Wenn das Interesse nicht da ist, funktioniert der Roman nicht. Ich lese es nur deshalb gerne, um eben auch zu gucken, wie genau wird eigentlich dieses Rätselromanmodell hier durchgespielt? Ja, wie diszipliniert ist hier die Autorin? Und das ist sie eben, ja, indem sie eben bestimmte Dinge verschweigt oder der Poirot hat es dann schon gelöst, aber er vertraut es uns nicht an oder eben dann diese retardierenden Momente mit irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen und so weiter. Das ist sehr kunstvoll gemacht letztlich. Also von daher ist das eher so mein Interesse. Ich kann das aber nachvollziehen, wenn man heute, wo man auch ein psychologisches Erzählen gewohnt ist, eben sagt, das packt mich überhaupt nicht. Ich glaube, du hast das Wichtige gerade angesprochen, dieses psychologische Erzählen, die sind sehr einfach gestrickt, psychologisch, ja, dass ich sie eigentlich sofort verstehe. Klar, durchaus klischeehaft, ja. Da sind dann die wild gestikulierenden Südeuropäer da auch bei. In dem Falle brauche ich das tatsächlich gar nicht, weil es ist dieser Whodunit-Krimi. Und ich war eigentlich viel mehr damit gefasst, auch diese, ich finde auch nicht, dass Agatha Christie uns Informationen vorweggehalten hat. Es wird ja sogar die Verzweiflung von Poirot in einer Stelle offenkundig angesprochen, wo er laut ausspricht, wo er mit dem Colonel Race oder mit wem er da auch immer war bei einer Situation, welche Wendung bringt der noch eigentlich? Und diese Verzweiflung hat mich eigentlich als Leser eher ins Boot geholt, als dass es mich ausgeschlossen hat, weil ich war in seinem Kopf drin. Und das ist für mich, also da, Harald, möchte ich dir schon widersprechen, dass sie als Leser durchaus, also sie hat mich reingeholt und sie hat mir keine Informationen enthalten. Klar, es wurde getrickst, wie das gemacht wurde. Das fand ich im Übrigen schön. Es gab eine Stelle, wo ich wusste, ich mag ja auch diese schrulligen Columbo-Vers im Fernsehen, diese Art von Ermittler. Es war Seite 203, einen Augenblick dachte Poirot, sie würde anbeißen. Der Köder, ihren Mut zu bezweifeln, würde etwas bringen, wo subtilere Argumente versagt hätten. Sie öffnete den Mund, ihre Lippen bebten, dann sagte Rosalie, ich habe niemanden gesehen. In dem Augenblick. Das war eine tolle Szene, toller Dialog, ja. Das war so für mich, die Figur ist geil. Sie ist smart und das war einfach toll. In dem Augenblick war auch für mich klar, jetzt das Buch lese ich heute zu Ende. Und was Harald schon gesagt hat, es läuft eben über den Dialog. Es ist absolut dialog-driven. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass man auch tolle Dialoge präsentiert bekommt, dass die Figuren sehr gut zu verstehen sind. Ich habe ja Agatha Christie schon auf der Bühne gespielt. Ich habe in einem, und dann gab es keines mehr, heißt es, glaube ich, mittlerweile politisch korrekt. Die ganze Generation taugt nichts, haben wir es damals genannt. Ist das 10-Kleine-Endpunkt-Prinzip. Und also ich hatte kaum bei einem Stück so viel Spaß wie bei dem auf der Bühne. Und fast jedes Stück lässt sich easy für die Bühne adaptieren. Das ist auch sehr spannend.
man muss ja auch sagen, sie war ja auch eine erfolgreiche Theaterschriftstellerin. Also Zeugin der Anklage ist ein Theaterstück, ne, was man so als Film auch kennt. Oder die Mausefalle ist auch eben eins der meistgespielten Stücke, jedenfalls zumindest in England. Also das ist schon, die kann Dialoge schreiben, ja. Harald, du hast ein paar mehr Bücher gelesen. Eine Sache, die ich ja so feier, sind Querverweise auf andere. Als dieser mit der Stola und Mord im Orient Express kam, das war so für mich so, schön. Ja. Ich weiß, ja. Wie stehst du zu sowas oder allgemein ihr? Das ist natürlich das Angebot an die Leser, die das immer kennen, ne? Die dann sagen, kenne ich. Ne? Mhm. Ja. Und es war nicht so tief. Joyce, wir hatten das Thema, glaube ich, bei Fitzek, wo ja alles auf den Augensammler quasi basierte, die gesamte Figur bei Playlist. Nur da hatte ich ja dann gesagt, ich fühlte mich nicht so wirklich abgeholt, weil das war dann schon sehr, also da hatte ich das Gefühl, da brauchte ich mehr Wissen. Also es war ja auch der dritte Teil, also so ging es mir ja auch. Ich habe die Augensammler ja auch nicht gelesen, diese Reihe, ja. Und hier in den Reihen ist natürlich keinerlei Vorwissen vonnöten, was es sehr angenehm macht. Und sie geht aber, wie gesagt, also ich finde diese Gesellschaftsstudien sehr spannend, dass sie halt in so ein Umfeld reingeht und da immer einen komplett neuen Topf aufmacht. Aber wir kennen in der Regel ja den Ermittler oder die Ermittlerin von ihr, was sofort so eine vertraute Nähe auch schafft. Man ist direkt bei ihm. Beim ersten Mal ging es mir wie Valandi. Ich habe mir den Poirot auch ein bisschen anders vorgestellt, aber mittlerweile bin ich, glaube ich, auch sehr bei seiner Figur dabei. Mittlerweile habe ich 3 Romane mit ihm gelesen. Gewöhnt man sich schon dran. Ja, ich mochte ihn absolut. Zum Thema übrigens Krimi-Autoren und Ehrenkodex hatte ich mal im Vorfeld gefunden. Es gibt einen Detection Club, wo 26 Krimi-Autoren geschrieben haben, eben das Thema, das wir vorhin hatten, dass sie dem Leser nichts vorenthalten und der Zufall keine Rolle spielen kann bei der Auflösung. Es sind viele Zufälle, die hier durchaus führen. Warum hat Poirot, ist er ausgerechnet jetzt drauf? Vieles dabei. Nur tatsächlich auch das noch im Hinterkopf, dass die Autorin, es ist zwar ein Ehrenkodex, aber nicht Informationen vorenthalten wollte. Die Viertelstunde ist schon zu Ende, aber Valandi ist jetzt zur Auflösung gekommen und es ist natürlich schwierig, so einen Whodunit-Krimi zu besprechen ohne die Auflösung. Deswegen geben wir euch einen kleinen Zuschlag dieses Mal und gehen mal auf die Auflösung ein. Gerne auch Mit Anmerkung, wer jetzt den Film oder das Buch lesen möchte, skippt diesen Teil. Ich mache Kapitel natürlich wieder. Genau. Schreibt, das Video war toll, wir folgen euch alle auf Social. Jetzt kommt die Nachspielzeit. Genau, jetzt kommt Nachspielzeit. Wer waren denn die Täter? Für alle, die zu lesefaul sind, die erfahren es jetzt. Maximal 5 Minuten Nachspielzeit. Ich will gleich was sagen, weil es ist ja Nachspielzeit, jetzt darf ich es ja sagen. So, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Die Mordwaffe, die Pistole, eingewickelt in dieser Stola-Dings, die wurde ja über Bord geworfen. Ja. Wer zum Henker hat die gefunden? Das war für mich so die größte Unstimmigkeit. Ich dachte mir so, Die wurde aus dem Nil gefischt. Ja, aber wer hat das denn gemacht? Naja, die haben nach der gesucht und haben... Ach so. Im Film sah man das dann auch, wie sie da mit so Netzen durchgegangen sind. Ah, okay, das kam mir... Im Buch kam das nicht so zum Vorschein. Da dachte ich mir so, hä, wie haben die denn jetzt das auf einmal entdeckt? So, und dann ja, genau das ist es. Ne? Es wird nichts erzählt. Ne? Ja. Es wird nichts berichtet. Sondern es wird alles irgendwie dann über die Dialoge, die Handlung eben vorangetrieben. Aber sonst... Man erfährt es eben nicht wieder. Ah, da wird das rausgefischt und so weiter und so fort. Ja, es war der Stein plötzlich oder dieser Riesenfels. Ja. Das fand ich so, okay, sie sind jetzt an Land offenbar. Ne? Das ist also schon immer dieses gewisse Mitdenken in die Story. War schon manchmal plötzlich, nur es hat es ausgemacht. Also ich habe ja das Ende gefeiert. Genau, bei so vielen Personen, die aufgemacht wurden, war im Endeffekt die Mörderin, die treibende Kraft hinter allem, eben doch die beste Freundin mit dem gekränkten Stolz, Jacqueline Belfort. Dass es klar war, dass es ein Komplizenmord war, und dann das... Musste ja, ne? Ja. Musste ja, zusammen mit Simon Doyle, mit dem neu verheirateten Mann. Und da musste man echt sehr um die Ecke denken. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Harald, wie es damals bei dir war, aber Valandi und Joyce können sicherlich reflektieren. Wer wusste denn, wer der Täter ist? Während des Lesens, vor der Auflösung.
Ich dachte, der Arzt war's. Ohne Witz. Ich war so. Ich auch. Ich war voll naiv. Ja. Weil es sind ja, genau, bei Krimis sind ja meistens immer die, die nicht so viel verdächtigt werden und so. Ja, ja. Und das war ja der Geniestreich hier. Genau, eigentlich ist es irgendjemand Unverdächtiges und hier genau die, die in den Mittelpunkt gerückt werden, waren es auch im Endeffekt. Und das fand ich großartig. Ich fand es im Film ein bisschen zu einfach in der Neuverfilmung. Ja. Ja. Denn da war dieses Close-up auf die rote Farbe und dann war halt klar irgendwie, okay, der hat den Schuss in sein Knie gefaked und ist dann losgerannt und hat sich nachher nochmal selber ins Knie geschossen. Das war natürlich sehr um die Ecke gedacht. Ich fand es cool konzipiert und ja, im Film konnte ich es mir erschließen. Ich weiß es nicht, ob ich es im Buch geschafft hätte. Nee. Ich hab, so geliebt. Es gab damals bei uns, wie gesagt, in der Schulzeit, da haben dann eben einige von uns diese Romane gelesen und dann hieß es immer mal gucken, wer findet eigentlich den Mörder raus. Und ich kam nur bei, glaube, Mord im Orient Express. Da kam ich auf die, habe ich mir selber diese Auflösung gedacht und habe dann triumphiert und war stolz wie Oscar. Und wesentlich später habe ich dann gelesen, was der große Raymond Chandler, der große Erfinder von Philip Marlowe, Hardboiled Novels und so weiter, was der darüber gesagt hat, nämlich gerade auch bezogen auf Mord im Orient Express, er hat der ganze Christie gehasst, dieser Art von Roman, und hat eben gesagt, nur ein Halbidiot könne auf ein solches Ende kommen. Da habe ich gedacht, ja, alles klar. Ja, es ist natürlich schon so eine Ermittlungsfreude. Also wer mich kennt, weiß, ich liebe das ja total. Also im Gegensatz zu Harald, ich liebe diese Whodunit-Krimis. Ich spiele ja auch sehr gerne das Gesellschaftsspiel Werwolf und versuche mir da irgendwie rauszupicken, wer waren denn die Täter. Ja, wer diese Spiele spielt, der liebt diese Romane. Genau. Ja. Und da ist es natürlich toll, wenn man wirklich im Prinzip die Dialoge durchscannt. Und es ist ja auch hier toll gemacht, weil Landi hat vorhin das Zitat vorgelesen. Jemand sagt etwas und irgendwann kommt man selber so auf dieses Level, dass man weiß, okay, das ist gelogen jetzt. Und das schafft sie wirklich gut in den Dialogen unterzukriegen. Also ich fand toll gemacht, toll konstruiert. Genau, und ich fand es halt, ich war halt mittendrin. Ich war halt Poirot in dem Augenblick, weil ich mit ermitteln wollte. Und ich bin so froh, dass ich zuerst das Buch gelesen habe, bevor ich den Film gesehen habe, weil beim Film, vielleicht gucken wir, Ingo, auch Filme ein bisschen anders, beruflich bedingt, dass so, okay, das ist kein Kameraschnitt, der zufällig ist. Ja, natürlich. Und im Film war es halt recht offensichtlich. Es war jetzt ein bisschen leidlich, den Roman nochmal zu lesen, auch wenn einige Figuren geändert worden sind, obwohl ich halt den Film schon kannte. Da hat sich natürlich viel wiederholt. So, die Viertelstunde ist durch. Dann sagt mir gerne ab, also die 20 Minuten, das war eine XXL-Ausgabe. Eine XL, okay. Wollen wir nicht so schnell übertreiben. Genau. Genau, dann Valandi, bring doch gern mal auf den Punkt, wie du diesen Roman fandest, ob du ihn weiterempfehlen würdest und ob du jetzt weitere Agatha Christie-Romane lesen wirst. Auf den Punkt gebracht, selbstverständlich. Ich möchte eine Geschichte dazu erzählen. Ich war ja in Frankreich, das war jetzt eher französisch, Ingo, oder? Ich hatte diese Stelle vorhin vorgelesen, für mich war da klar, das lese ich definitiv zu Ende. Und ich habe es auf dem Flug zurückgelesen und es war wirklich Landeanflug und mit der Berührung auf dem Boden hatte ich den letzten Absatz gerade gelesen und es war so, ich bin wieder gelandet und ich hatte es durch. Ich sage, ich bin wieder zu Hause, ich habe das Buch durch und das ist halt auch geil. Ich war in Frankreich, saß und habe Agatha Christie gelesen. Ach, das war einfach schön und dieses Mitermitteln. Also mir bringt es Spaß. Der Versprecher war nicht durch Zufall ein Thema, das ich einfach ansprechen möchte. Also klar, er war sehr erfolgreich. Über 2 Milliarden ist die Auflage. Über 100 Sprachen und endlich mal eine Sprache, wo nicht im zweiten Satz irgendwie ein Gefluche, um zu fluchen. Dieser Wichser, dieses, wenn ich jetzt neuere Bücher oder allgemein lese. Das fand ich angenehm. Das fand ich angenehm, das Buch damit zu lesen. Das heißt, Ätepetete. Es war einfach, ich könnte es auch mit einem guten Gewissen jemandem geben, weil der Ermittler flucht nicht die ganze Zeit. Und es muss nicht geflucht werden. Ich habe jetzt ein anderes Buch angefangen. Auf den ersten Seiten
habe ich schon wieder so viele Sachen gelesen und ich denke, ach komm Leute, das ist aufgesetzt. Es muss nicht eine Schimpftirade kommen, damit eine Schimpftirade kommt. Und das finde ich auch sehr, sehr positiv. Und das Fazit ist deshalb länger, Ingo, weil du mich selber darauf angesprochen hast. Ja, ich hatte Alibi vorgelesen von Agatha Christie und Mord im Orient Express finde ich einfach geil. Und ich versuche mehr oder weniger chronologisch die dann abzuarbeiten, damit ich mit dem Ermittler, also dem Poirot, also ich mag die Figur und da will ich einfach ein bisschen mehr rein, noch mehr reinkommen. Also Leseempfehlung von Valandi. Joyce macht weiter. Ja, von mir gibt es auch eine Leseempfehlung. Ich hatte auch Mord im Orient Express gesehen, die Neuverfilmung. Und das war mein erstes Buch von ihr. Und ja, ich würde einfach nur sagen, dranbleiben. Dann wird es auf jeden Fall spannend und ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich fand es echt gut und eine tolle Auflösung am Ende. Dann der Harald. Ja, ihr würdet da gern anknüpfen an dem, was Valandi gesagt hat. Übrigens, Valandi, wenn auf jeden Fall, wenn du den Poirot chronologisch liest, lies Vorhang als allerletzten Roman. Das ist okay. Der letzte Poirot. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, danke. Dann, ja, und was du gesagt hast, empfinde ich auch so. Es ist eigentlich was anderes als das, was man heute oft als Thriller-Kost bekommt, auch von der Machart. Ich finde es zum Beispiel sehr angenehm, dass man hier menschliche Mordmotive hat. Also da gibt es Neid, da gibt es Missgunst, da gibt es Eifersucht, da gibt es Liebe, ja, oder eben ja, ne, Geld, was auch immer. Und das ist eben nicht der x-te Serienmörder, der eben ganz komplexe Morde konstruiert und die genauso unrealistisch sind wie dieses Setting irgendwo. Also ich finde, das ist ganz nett mal was anderes. Und das andere ist eben wirklich, was eben auch gesagt wurde, wer das gerne hat, wer gerne Gesellschaftsspiele spielt, Rätsel mag und Lust hat, da was mitzuentwickeln oder mit herauszurätseln, für den ist das was Tolles. Und da, finde ich, ist das auch ein guter Einstieg, weil er wirklich ein sehr, sehr klassischer Agatha Christie ist. Also der ist schon sehr klassisch und ist ja auch ein bisschen voluminöser als die meisten anderen, 50, 100 Seiten länger als sehr viele der anderen Bände. Also von daher absolute Leseempfehlung, was das betrifft. Wer aber sich für Psychologie, Tiefe oder auch Schilderungen, Beschreibungen erwärmen kann, der wird hier nicht so viel Spaß haben. Das ist einfach so. Das ist, man muss das Buch schnell lesen. Es will schnell gelesen werden. Wenn man das irgendwie jetzt 3 Tage auf Seite liest und sagt, irgendwann greife ich wieder dazu, ist der Flow weg. Das muss man einfach sagen. Ja, ja, so. Vielen Dank. Genau, ich schließe mich an. Ich gebe auch eine Leseempfehlung auf jeden Fall von den Agatha Christie Büchern, die ich gelesen habe. Würde ich sagen, ist es mein Liebling, aber kann ich nicht sagen, weil ich damals eben den Philipp Lombard gespielt habe in dem Theaterstück. Das wird natürlich für immer in meinem Herzen bleiben, aber ansonsten fand ich, was eigentlich einer der Romane, die für mich am spannendsten waren. Mir hat die Neuverfilmung gut gefallen. Ich weiß, die ist nicht überall gut weggekommen. Die hat so ein bisschen was Künstliches. Aber ich finde, das passt total. Ich finde, es passt unglaublich gut dazu. Und ich würde empfehlen, lest das Buch und schaut danach ganz in Ruhe im Streaming oder wie auch immer euch die Neuverfilmung an. So kann man super machen. Andersrum ist so ein bisschen schwierig, aber war auch in Ordnung. Es hat mir trotzdem auch Freude bereitet. Ich würde eine andere Verfilmung lieber empfehlen. Die von Peter Ustinov, meinst du? Also eigentlich, wenn man die beste Charakterumsetzung haben möchte, müsste es die aus von 2004 sein, aus dieser Fernsehserie Poirot. Okay. David Suchet sieht genau aus wie Poirot. Okay. Und auch alle Charaktere sind so besetzt. Also beispielsweise die Lynette, übrigens Emily Blunt, damals noch jung in der Rolle, die ist tatsächlich erst 21, als sie spielt und nicht 37, ja, wie jetzt hier Wonder Woman. Ja? Also von daher, und ich fand eben vor allen Dingen, für mich war Kenneth Branagh mit seiner theatralischen Selbstdarstellung, war der so out of character, das fand ich doch sehr störend. Vor allen Dingen auch diese Idee, der Poirot-Figur Tiefe zu verleihen, indem eben eine Geschichte erzählt wird aus seiner Vergangenheit.
ja, die es nirgendwo gibt, ja, die auch nicht passt, finde ich. Völlig fehl am Platze gewesen. Die hat mich auch sehr gestört. Die hat man komplett einfach einstampfen können. Da wollte er sicherlich nochmal zeigen, hier, guck mal, was für eine andere Facette ich noch spielen kann. Hat nicht reingepasst. Hat auch keine Rolle gespielt. Das besprechen wir dann in unserem Film-Podcast. So, liebe Zuschauer, liebe Lesende, ihr seht, wir hatten viel zu sprechen heute. Es war eine lange Ausgabe, aber Death on the Nile, wir legen es euch ans Herzen und schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, was ist euer Agatha Christie Lieblingsroman und mögt ihr diese Krimis, bei denen eben gerätselt wird, bei denen der Mörder ermittelt werden muss und bei denen es gar nicht so sehr um die Spannung geht, sondern vielmehr um das Knobeln. Das interessiert mich doch sehr. Ansonsten, Harald, vielen Dank, dass du da warst. Gerne jederzeit wieder. Ich danke. Literatur und Whisky folgen. Genau, ich verlinke natürlich unten in der Beschreibung auch Literatur und Whisky, den Kanal. Und ja, ansonsten vielen Dank für diese heitere Runde. Ich hoffe, dann beim nächsten Mal kommen wir tatsächlich mal mit einer Community-Folge. Und dann geht's auch direkt weiter mit F. Scott Fitzgerald. Das heißt, dann bleiben wir in den ähnlichen Jahren zumindest. Ne? Dann geht's Roaring Twenties weiter. Also seid sehr gespannt. In Richtung Sommer haben wir einige spannende Bücher für euch an Bord. Ich werde dann auch vorstellen, was ich mitgebracht habe aus Frankreich. Extra für die nächste Ausgabe. Genau. Wir stellen unsere schönsten Bücher vor, halten sie in die Kamera und gucken, wie schön die Cover aussehen. Vier schön, werden wir sagen. Genau. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen etwas. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Auf Wiedersehen.